zeitweise dachte ich, dass ich oben gehe. Zeitweise dachte ich, dass ich oben gehe. Jetzt habe ich hier schon. Jetzt schon Kämpfe. Sieht aber geil aus auf dem Tablet hier unten. Am Tisch habe ich das Tablet, was mir das echte denn anzeigt. Okay. Also, ich hoffe, dass ich öfters fahren kann und ein bisschen fitter werde, weil das strengt schon an, die Muskeln, Rücken, Oberschenkel, Füße, Beine. Extrem die Schultern und dass ich so auch ein bisschen abnehme, ein bisschen fitter werde. Wenn es nicht wieder überhand nimmt, wenn es sich nicht alles entzündet wieder. So. Jetzt mit den Ohren. So, was könnte denn noch? Was habe ich denn noch einen LM-Auto? LMH? Wo ist denn? Nichts mehr, oder? Mit dem müsst ihr noch die Zeit. Den bin ich noch gar nicht gefahren heute. Komm, einfach nur just for fun. Ich möchte jetzt nicht mehr. Ich kann, also bin schon kaputt. Einfach mal als Spaß nochmal kurz testen, so einen alten F-Wagen. OBS ist okay, die Lautstärke, aber das kann sein, dass wie bei dem anderen Auto so widerlich ist. Ich höre es schon sehr, sehr gut. Einfach Formelauto, Mann. Oh mein Gott. Ich bin da warm. Ja, aber der GTE hat mir auch gut gefallen. Da fahre ich auch meine Zeit mal zu Ende. Ich habe im GTE mein Formel 1 Auto vorhin gesehen.
Cursed ihn hier noch nicht. Fuck, ich hab keinen Cursed-Button belegt, oder? Vollgas, mir egal. Allein da. Auf der Straße, Mini, ich bin auf der Straße, sag mal. Komm! Voll rein hier! Jawohl! Hab keinen Gang mehr! Alte Autos haben nur 7! Na klar, fahren wir die voll! Ich hab mich am Anfang total schwer mit dem getan, ne? Weil das im Vergleich zum SF23, der ist schon so eine Zicke. Aber nachdem ich die ganz anderen rausgefahren bin. Nur noch Dave die einzige Zicke, die ich kenne. Wieder Broke Car. Aber damit kann ich am besten. Wenn einfach der ganze Lenkwinkel anders ist als in echt. Wie mein Kopf ist dann auch schief, aber eigentlich ist dann bei mir richtig. Übertreibst, Freunde, aber egal. Ja, als ob ich hier überhaupt irgendwann mal irgendwie bremsen würde. Ja, natürlich gar nicht lupfen. Nix da. Müsste nur Kehrs machen manchmal. Wenn wir mal lenken hier. Nur ich muss hier auch früher bremsen, glaube ich. Nee, Formel 1 hat er auch nicht. Waren wir da unten? Ja klar, wir sind mittlerweile schon so weit. Nein! Hängen geblieben, habe ich gemerkt, sorry. Ich wollte die Curbs zu nah anfahren, aber man. Jetzt aber vorbei, jetzt ist das Auto tot. Ja, ich liebe es an den Grenzen so zu gehen mit dem Ding. Boah, was ist denn das? Das Auto zieht halt irgendwie wohin.
und nur ganz leicht gebremst, oder? Oh, ich habe halt überhaupt keinen Grip mehr. Oh. Huch. I've been driving from town to town. Na klar. Das war's. Das war's. Engine broken. Engine broken. Nun ja, was sollst du machen? Was willst du machen? Ich glaube, mit denen ist es zu heiß. Ich teste mal. Die Reifen zu heiß, oder? Du versorgst es ein bisschen wild. Langsam spüre ich, dass einiges nachlässt. Hätte Körper liegen können. Vergessen. Nicht so, ich muss echt aufpassen mit der Reifen. Bremst zu stark. Jetzt hier Körs nutzen. Aber ich bin auch schneller als vorher unterwegs. Aber Reifen gehen fit. Ich dachte, die überhitzen hier besonders.
Hallo Voodoo. Wird ja Zeit, dass du das, dass du kommst und es sagst. Ich hab schon ein paar Mal angesprochen, werde in nächster Zeit in der Küche bleiben. Auch wenn ich nicht halt immer race, aber ist der einzige Platz, wo ich sitze und ich habe also nicht so starke Schmerzen. Überhaupt nicht. Es lassen gerade die Medikamente nach. Ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Ich war heute so erschöpft, ich hab's auch dir geschrieben. Ähnliche Sachen, was ich im Dave geschrieben habe. Ich war so erschöpft, aber. Ich habe noch zwei Monster reingehauen, also 1 Liter in den Energy Drink. Ein paar Aufpush-Sachen noch reingehauen, dass ich überhaupt da sein kann. Dann dieses Muskelentspannungsding genommen, dann ein paar Ibo genommen, dann noch ein paar andere Sachen genommen. Und dann habe ich halt gebetet. Entweder mich haut's um oder ich werde gepusht. Und das ist momentan das Gepushte. Klar, und was unter 24 Stunden mache ich nicht einmal an. Ich muss dann schauen, wie das so ist mit dem Ganzen. Der Ton ist ja hier vorne vor mir mit so einer kleinen JBL-Box. Ja? Wenn ich dann irgendwas anders mache, außer hier fahren oder irgendwas schauen, ein Video oder so, ob das nicht so starke Rückkopplung gibt. Klären gerade die schwerste Strecke der Welt, Alter. Nordschleife. Ja, ich kann es nicht festhalten. Das ist so stark. Ich versuch's ja. So, Aufwärmrunde vorbei, jetzt kommt's auf die Hotline. Und ich möchte mit vielen Autos diese ein paar gültige Rundenzeiten fahren. Das ist schon mit einigen Autos gelungen hier. Bin ich wieder zurück auf Formel 1. Aber schwitzen tue ich. Keine Ahnung, ob es jetzt Fieber ist oder ob ich hier so schwitze einfach. 24,4 Grad. Das ist ein Open, da ist gar kein Fenster, Digi, das ist Formel 1 Auto, da ist gar kein Fenster. Was ist mit dir? Warst du bis jetzt saufen oder was? Jetzt kommt die Challenge. Ganz viel Risiko. Mal gucken. Ja. Da bremst hier. Meinst du, weil das Dach offen ist, ist es so warm? Aber bei dem Fahrtwind mit 300, glaube ich, ist das schon ein bisschen Kälte. Aber ich sag dir eins, ich bin mein ganzes Leben lang falsch gesessen. Hab immer Schmerzen gehabt. Auch wenn ich am Tisch gesessen bin. Immer Schmerzen. Mal den einen Fuß hoch, dann den anderen Fuß hoch, hier und da. Wenn ich mich mit beiden Füßen unten hatte, hat mir der Steißbein, der Arsch wehgetan. Dann hat mir die Hüfte wehgetan, dies, das. Und hier einfach, ich sitze und es ist okay.
Natürlich geht es auch auf den Rücken und ein bisschen, tut ein bisschen alles so ein bisschen weh, aber halt nicht so krass. Ich bin mein Leben lang falsch gehockt, Mann, ohne Scheiß. Ich sitze jetzt einfach da und das funktioniert. Ich bin nur noch Kitschestreamy. Ich glaub's gar nicht, wie krass das ist. Ich sitze hier und es ist okay. Selbst meine offenen Wunden sind nicht so angestrengt hier. Ich habe hier da einen unbehandelten Riss, der ist immer noch nicht wirklich gut. Und sogar der sagt, okay, du kannst hier sitzen, das passt. Geht anscheinend sehr, 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 sehr viel vom Rücken und vom Steißbein ab, das Ganze. Der Steißbein, der Rücken weht, tut den Füßen auch nur weh, aber ich bin mein Leben lang falsch gemacht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Die 100 Körster oder was? Vorsichtig, oder? Ich wollte das mal eine gezeigte Runde mit dem Auto machen. Und das hätte mich fast schon rausgebracht hier. Jetzt kommt bald meine Endkurve. Ist das die schon? Das ist die nächste. Viel Geschwindigkeit verloren, aber ich wollte die Kurve hier nicht verpassen. Ich kriege die Strecke trotzdem noch nicht zu 100% im Kopf zusammen. Über 100 Kurven. Brauche ich ein bisschen länger. Dann machst du nichts. Ich kann das nicht festhalten. Boah. Nächste gezeitete Runde. Sieben
708. Das ist... Das ist über dem 23er. Ja, da bin ich ja noch vorsichtig gefahren. Okay. Ich bin auch jetzt vorsichtig gefahren. Nur 3000 bekommen. Lol. Einfach mal so abgespult hier. Habe ich es mit dem noch nicht geschafft? Nee, oder? Ich würde so gerne mit dem GT nochmal fahren. Komplettes Zeitgefühl verloren. Keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Ich weiß nicht. Bin. Puh. Einfach in den Tunnel rein und alles vergessen. Habe ich mit dem schon eine Zeit? MP4? Nee, oder? Aber schaffe ich jetzt nicht. Mal fahren. Kurz und gut nochmal. Ohohoho, im ersten Gang. Ich muss aber nicht zählen, das ist auch sehr runter. Wie läuft's mit dir, Bude? Was hast du gemacht? Ist eigentlich der Ton. Ach, ich glaube, der Ton ist zu laut, gell, bei dem Auto. Ja, ich kann halt jetzt auch nicht gleichzeitig hier mit beiden Händen festhalten und gleichzeitig noch auf die Lautstärke schauen. Leck mich, warte, ich mach das in der Box. Okay. Angenehmer. Du CD schauen, was gemacht habe ich. Ja, kann ich dann. Jo, DC schauen. Welche Taste jetzt seht ihr da? Ja, Tau, für dich. Für dich extra. Bisschen Action hier. Ich habe mit 5, 6 Autos schon Zeiten geschafft hier. Mit GT3, mit GT4, mit Formel 1, verschiedene Jahre. Jetzt versuche ich gerade Formel 1 91. Das ja.
Also ich kann dann nicht versprechen, wann ich wieder da bin. Mich wird so zerreißen heute. Außer ich schaff's morgen genauso schönen Cocktail zu mixen wie heute. Ich habe jetzt aber hier überhaupt gar keine. Was hast du gemacht, Tau? Ich wundere mich immer noch, welches Gran Turismo 7 Video du geschaut hast. Weil, hast du noch mitbekommen, weil du einfach despawned bist? Wir waren eigentlich mitten im Gespräch. Du hast gesagt, schau dir das Video dir an, ich habe es mir angeschaut. Und der Ton und alles war normal, das Mikrofon war genau da, alles gleich und du hast gesagt, es war komisch, der Sound. Ja, und dann habe ich dich gefragt, was hast du gesehen? Und dann kam nie wieder eine Antwort. Hast dich geschämt, oder? Hast dich geschämt, weil du Scheiße gelabert hast, Diggi. So ein Ding. Oder hast du irgendein altes Gran Turismo gesehen vor 10 Jahren auf YouTube? Aber finde ich cool, dass du im Handygame so aufgehst. Das freut mich. Ich bin fertig, Mann. Also, ich habe es geschafft mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos. Eigentlich müsste es noch mehr sein. Habe ich LMP? Ach, den habe ich gar nicht geschafft, oder was? Den Porsche hier? Krass. Das habe ich gemacht. Am Strand gegrillt, oder was? Oh, da ist die Sicht immer wild bei dem. So, ich teste noch, weil jetzt keine serious Sachen mehr, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe die letzten zwei Stunden so konzentriert, dass es sogar wird hier immer mehr. Nur ein bisschen Testfahrt fürs nächste Mal machen jetzt. Möbel verbrennen? Echt? Du hast ja echt verbrannte Möbel oder was? Stimmt, das war das, wo das Auto sich so krass bewegt hat, ne, die ganze Zeit. Irgendwie, mein Brain ist gerade komplett matsch. So gut wie ich vorher gefahren bin, so schlecht war ich jetzt, weil ich einfach matsch bin. Ich weiß nicht mehr, was ich mache gerade. Permanent überlegen, wo du bist, was du machen musst. Welche Kurve ist nächstes kommen, welcher Gang? Bei diesem Gewackel hier schon geil, ne? Okay.
Das war ein kleiner Fehler, du. Was, wenn ich da raus bin? Dave meint, dieses Gewackel ist nicht normal. Bei ihm ist das nicht. Habt ihr dann zumindest... Habt ihr zumindest dann gegrillt? Wenn du die Möbel verbrannt hast? Wäre doch perfekt gewesen. Vielleicht zwei Klappen mit einer Fliege, weißt du, ich meine. So, ich mache jetzt noch, keine Ahnung, ein paar Minuten hier das Rennen und dann schaue ich mir, glaube ich, mir ein YouTube-Video anschauen kann. Überhaupt. Und ich muss halt überlegen, wie ich mir hier Maustastatur... Aua! Aua, voll geknackst hier. Oh! Wie ich mir Maus und Tastatur... hierher tun kann. Dass ich irgendwie sowas machen kann, keine Ahnung. Plastik knirscht und knackst manchmal hier. Dem Auto muss ich echt in die Vollen gehen. Oder nie so gehört, das Plastik knirschen und knacksen. Ja, so ohne hörst du es ja. Nee, wo du... Weiß nicht, wie ich hier spielen soll, ohne Maus und Tastatur.
nein, 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 nein. Das wird voll lecker. Willst du noch ein bisschen Ball haben? Ich bin mit Daumen so ein bisschen weh, ja? War meine Lieblingskurve, Olli. Ich find's wild, dass ihr euch wundert. Wie viel sind wir denn an Sitter Corsa früher gefahren? Täglich. Ich habe Aufnahmen 12 bis 16 Stunden, die ich jetzt noch bearbeite. Wir sind quasi halt, wir sind halt jetzt erstmal im Warm-up noch. In der Aufwärmrunde. Wir sind ja jeden Tag 12 Stunden Rennen gefahren. Aber ja, Hauptsache Jumperino hier. Aber klappt das auch einfach, Olli. Das, was halt der Sitz ausmacht, ne? Das wir ja schon oft schwärmen hören. Klappt halt einfach der Sitz. Schon krass, was das knackst bei dem Auto. Das Plastik. Also am Fanatic. Ich kann nur sagen, ich bin mein Leben lang falsch gehockt. Auf jedem Stuhl, wo ich gesessen bin, hatte ich einfach nur Schmerzen. Extreme Fußschmerzen, extreme Rückenschmerzen, extreme Arsch- und Steißbeinschmerzen. Auf jedem Stuhl. Auf einem kam schneller, auf anderen hat es ein bisschen mehr länger gedauert. Aber es kam, ganz wild. Und hier kommt es auch irgendwann, wenn ich es übertreibe, aber... Es ist einfach okay. Hey, selbst meine verfickte offene Wunde sagt am Fuß. Es passt. Berühr dich nicht. Also berühr mich nicht. Beweg dich nicht. Sitz einfach. Und dann passt das. Nein, 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 nein. Fast ein Fehler. Ob ich jetzt das eintüten kann, dass ich mit dem auch noch eine Zeit schaffe, weiß ich nicht. Dafür bin ich schon zu lost. Aber ein bisschen Übung schadet nicht. Tick, 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 tick am Plastik, tick, tick, als ob es ihn brechen würde. Fast. Tick, 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 tick.
nicht bremsen dürfen. Heimtückische Scheiße, oder? Ja, jetzt kommen meine. Noch nicht. Nächste. Ich wechsle immer noch. Jetzt kommt sie erst an. Immer. Tue ich bei beiden Gas zurücknehmen, weil ich immer denke, die kommt. So schlimm ist die gar nicht mit diesen Autos. Achso, da steht ja die Geschwindigkeit da sogar, 320. Da steht sie ja sogar, 324, 325. So, nächste Zeit, nächstes Auto. Boah, das ist Platz 1. Das ist vor dem Formel 1. P1. Oha. Boah. Lol. Yes, danke, Voodoo. P1. Er heißt ja auch LMP1. Ist ja klar. Krass, Mann. 5 Sekunden noch rausgeholt hier. Noch ein Auto geschafft. On the track. On the track. Noch 107 Stunden Zeit. Ah ja! Replay? Checking fake replays? Was heißt das? Waren wir fake Sachen oder was? Akku hält noch überall. Jawohl, da kommt er, der Hero. Gibt's hier irgendwelche? Aber nur eine Minute?
ich noch viel schöner fahren können. Ach, das sind nur die letzten paar Dinger, oder was? Zeigst du die Bremse nicht an? Doch. Kann ich... Achso. Kann ich nicht neben das Auto? Okay, krass. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht, wo meine Maus ist, wenn ich im Spiel drin bin. Die sehe ich nicht. Ah, hier hat es geleuchtet, warte. Jetzt hat. Hallo, ich bin bei verlassen gewesen. Scheiße, Mann, alte vier. Yo. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich glaube, das war erstmal genug Racing für heute. Ich werde jetzt schiffen gehen und dann werde ich gucken, ob ich irgendwas auf YouTube machen kann. Deswegen sage ich mal, Assetto Corsa, Gex lernt Nordschleife. Ende. Vergesst den Scheiß nicht, abonnieren. Liken und so weiter. Und wie findet ihr Nordschleife? Schreibt es in die Kommentare. Kuss.